über 2% im Meeresangeln hier vom Ufer aus mit einfacher Jigmontage. Das hier ist der Fisch nach 1,5 Stunden und den ersten Fisch, den zeige ich dir jetzt und genauso auch wie, wo, welche Montage, welche Köder, ab geht's. Nächster Fisch, der Köhler, und er bringt auch Points und Erfahrungspoints. Ich bin hier gerade mit der neuen Rute frisch gekauft. Endlich ist sie da. Die Poseidon, die Shops haben wieder Ruten und Rollen. Also wieder hochkraxeln hier auf meinen Felsen. So, und auswerfen. Also, ich fange hier gerade schon ganz gut. Guck mal hier, in 6 Minuten schon, zack, 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 3 Fische. Also, es klappt ganz gut. Zack, da haben wir schon den nächsten. Ich bin gerade mega begeistert von dieser Rute und von der Wurfreichweite. Man kommt richtig, richtig gut weit raus. Die andere Rute zeige ich auch gleich nochmal. Die habe ich jetzt die ganze Zeit verwendet. Die werde ich auch weiterhin verwenden, wenn es dann rausgeht aufs Meer. Und wenn man dann die schönen, schweren Kombinationen schon verwendet, weil die halt ein sehr hohes Wurfgewicht hat. Aber die Rute hier, mega gut. Wie auch schon im ersten Video angekündigt. Das ist halt wirklich ein gutes Ding. Universalteil. Natürlich auch fürs Rausfahren aufs Meer. Aber eben auch fürs Angeln vom Ufer aus. Und hier sieht man die Stärken. Wir können super weit rauswerfen. Das ist einfach sensationell. Das ist richtig gut, wie weit man damit rauskommt. Die Montage zeige ich gleich natürlich auch im Detail. Der Unterschied ist ungefähr, oder der Entfernungsunterschied gerade, sind fast 40 Meter Unterschied. Ich komme 40 Meter weiter jetzt mit dem gleichen Setup sozusagen. Also das ist richtig gut. Was ich gerade sehr gerne verwende, ist das Meeresjig-Angeln. Meeresjig-Angeln, gerade auch vom Ufer aus hier, hat man super viele Möglichkeiten, das zu verwenden. Zack, da haben wir schon einen Biss. Auch das, was ich gerade gemacht habe, zwischendurch einfach mal wieder aufmachen und nochmal absinken lassen. Absolut lohnenswert, das einfach mal zu machen, wenn man eine ganze Zeit lang gejiggt hat. Gestern Abend im Chat noch, ich habe leider den Namen vergessen, vielleicht einfach mal unter dem Video schreiben, wenn du es siehst. Da kam auch noch die Meldung, hier bis ungefähr 25, 30 Meter hochzuziehen und dann wieder aufzumachen. Also durchzujiggen, wenn da nichts reingeht, einfach wieder aufmachen, absinken lassen. Habe ich auch schon probiert. Gerade hier an der Stelle kann man dann einfach wieder aufmachen, absinken lassen, wieder in die Tiefe und dann zack, ballert auf einmal wieder was rein. Da, der nächste Lump, der kleine. Und raus damit hier. Und fliegt richtig gut weit. 90 Meter. Gerade schon ein Achievement hier gemacht. Bei den 90 Meter mache ich jetzt auch zu. Also da lasse ich nicht da hinten jetzt auf 90 Meter sinken. Ich lasse den jetzt quasi runterfallen mit straffer Schnur. Und ja, wenn da schon was reingeht, ist schön. Ansonsten halt nicht. Und dann jiggen wir jetzt hier so langsam rein. Und ziehen uns hier einen nach dem anderen durch. Ich habe mittlerweile 3 Stellen, die ich sehr, sehr gerne verwende fürs Jiggen, zack, beziehungsweise fürs Angeln am Ufer. Zeige ich gleich auf der Map. Das sind für mich so die, die 3 entspanntesten, wobei eben 2 Stück sind halt hier direkt an der Base. Ich glaube, alle, die das im Stream schon gesehen haben, die wissen die Stellen auch schon. Apropos Stream, Montags, Mittwochs und Freitags ab 19 Uhr immer RF4. Jetzt im Moment sogar jeden Tag, weil ich einfach hier das Meeresangeln durchballern und hart feier. Und deswegen will ich das alles schön, jawohl, nächster Skillpunkt, schön alles gerade ausnutzen und mitnehmen. Ansonsten, Austausch der Community ist mega krass, auch im Discord. Da kommen gerade richtig viele Infos rein. Wenn du Bock drauf hast, sind schon über 5000 andere Angler dabei. Link ist unterm Video zum Discord. Ja, absinken lassen. Ja, haben wir schon. Dann kurbel ich mal so ein bisschen. 1, 2. Lassen wir mal so ein bisschen, machen wir ein bisschen Action da. Nochmal, und dann machen wir jetzt mal ein bisschen Ruhe. Also, hier vorne. Einmal hier rumlaufen um den ganzen Hafen. Hier ist ein großer Holzanleger. Hier geht es einmal in Richtung 12 Meter Loch. Geht gut. Und nochmal hier ein bisschen weiter. Weiter kann man dann irgendwann nicht laufen. Hier ist irgendwann Ende. Aber dann hier in diesem Bereich auch nochmal reinwerfen. Auch das geht gut. Gerade jetzt mit dem Setup werde ich gleich nochmal testen. Geht bestimmt noch geiler ab.
Andere Stelle, hatte ich auch im Stream schon gesagt, wenn man hier gerade unterwegs ist und man testet hier verschiedenste Bereiche, vielleicht im Fjord, weil das Setup noch nicht ganz so gut ist und du willst erstmal vielleicht nur deine Wenger verwenden oder die Rollen und das, was du so hast und du willst gar nicht so großartig kaufen, weil du erstmal ein bisschen probieren willst, dann probier doch hier auch in dem Bereich mal. Also man kann mit dem Boot dann, wenn man hier eine Stunde sich ein Ticket geholt hat, dann landet man einfach am Ende hier, fährt da einfach gegen. Mit E kannst du dann aussteigen und landest dann hier am Ufer. Und da kann man eben bis hier einmal rumlaufen, die ganze Area ablaufen. Und hier die Bereiche auch super effektiv, aber auch schon ein bisschen dickere Brocken. Kleinere Brocken hier hinten, auch das werde ich heute bestimmt nochmal testen. Da waren ein paar Muscheln dabei. Also, wenn ihr die Muscheln sucht, auch hier auf diesem, zack, bis auf diesem Setup, zeige ich jetzt gleich nochmal im Detail, ballern auch die Muscheln rein. Jig, wie gesagt, momentan mega gut. Feiere ich gerade richtig. Das Schöne beim Jig ist, da weißt du einfach, ne? Da weißt du einfach, wie es geht. Schön kurbeln, schön in die Jig-Führung reingehen. Man kann mit dem Jig auch pilken, klar, könnte man auch machen. Aber das mit dem Jig über den Grund läuft gerade wirklich, wirklich gut. Den Jig im Mittelwasser mal gepilkt habe ich bisher noch nicht. Ich denke, das werde ich später verwenden, wenn ich die Seitenarme habe. Das heißt, gerade das ganze Mittelwasser, da wo man so Schwärme sieht, werde ich dann schön gezielt beangeln, wenn ich einfach an einer Montage zwei, drei Ärmchen noch dran habe, quasi drei Köder. Und dann kann ich dann schön im Mittelwasser nochmal rumziehen. Und ja, dann habe ich da einfach ein bisschen mehr Spiel, so mitten im Wasser. Ich denke, das ist auch ganz, ganz praktisch dann. Und jetzt so über den Grund. Im Moment läuft es auch ganz gut. Da gehen auch recht große Brocken rein. Schade nicht. Es kommen gerade auch schon richtig viele gute Meldungen vom 34er von der Sandbank, dass da gerade sehr viel geht. Auch übrigens hier auf Jig. Also, gucken wir nochmal eben rein. Ich habe hier die Schaumgummis, handgemachte Schaumgummis auf dem 3-0er Haken. Das Teil hier fliegt super gut weit raus, auch in Kombination mit den Schaumgummis. Auch übrigens auf anderem Setup. Kann ich hier abstellen? Ja, hier. Heißt also auf meinem zweiten Setup. Das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen anders zusammengebaut mit der Pilkmontage. Aber auch da fliegt das ganz gut. Das ist die Route, die war als erstes noch zur Verfügung. Ich bin auch ganz zufrieden damit. Ein mittleres Meeresangeln, 420 Gramm Wurfgewicht. Da kann man einfach schon mal ein bisschen dicker reingehen. Ja, hat auch schon ganz gut geklappt. Auch das Ding funktioniert so ganz gut. Hier ist jetzt schon mal dran eine Erweiterung sozusagen. Ne? Wir starten ja das Pilken mit den ganz normalen Pilkern. Da können wir eben eine Auswahl uns dann zusammenstellen. Verschiedenste Pilker, ja, die dann halt passend oder wo wir sagen, okay, wir fangen vielleicht erstmal ein bisschen kleiner an, noch nicht ganz so die großen. Nehmen wir die 70er, 100er, 120er vielleicht erst und dann Stück für Stück gehen wir größer ran. Zusatzhaken, wir können jetzt hier ja nochmal verschiedene Lockmittel nehmen. Nehmen wir mal hier nochmal einen roten. Zusatzhaken kann ich jetzt hier noch nicht verwenden. Auf der anderen Route könnte ich es jetzt schon. Da habe ich ja 5 Punkte plus drauf. Und der Zusatzhaken ist ja bei 50%. Trailer gibt es dann eben auch. Das ist jetzt auch mit 40% frei. Das sind hier die ganzen Oktopusse hier und Squid und sowas alles. Also die gibt es jetzt auch noch dazu. Ansonsten hat man auch relativ schnell schon hier diese Tubes. Das heißt einfach solche kleinen Röhrchen sozusagen. Also das kann man schon dran machen. Plus, was man direkt dran machen kann, Filetstreifen oder so kleine Klumpen. Und dann hat man jetzt hier entweder hier diesen Filetklumpen unten noch mit dran und so ein extra Streifen, der so ein bisschen triggert. Oder man macht statt den Klumpen hier vielleicht mal nochmal so einen Makrelenstreifen mit dran. Oder auch vom, nicht nur von der Makrele, sondern auch vom Köhler. Ja, und das Ganze geht dann hier eben auch raus. Ne? Jetzt hat das Ganze hier natürlich auch ordentlich Gewicht. Dementsprechend kriegen wir das auch so gut rausgeworfen. 65 Meter auswerfen. Und auch mit Pilkern kann man jiggen. Heißt also absinken lassen. Wenn man das ein bisschen eilig hat und sich denkt, ach komm, dann zieht man einfach stramm. So. Und dann fällt das halt ein bisschen schneller auch runter. Und dann ist man relativ schnell auf Grundnähe. Und dann gib ihm.
So, und dann jiggt man hier schon mal so ein bisschen durch. Jetzt kommt schon das Pilken. Auch das kann man natürlich extra machen, dass man nochmal pilkt. Dann wieder hier ein bisschen ziehen. Also, auch das, wie gesagt, vom Ufer durchaus möglich. Dass man hier ordentlich schön in den Pilk geht. Aber ich muss wirklich sagen, im Moment, gut, das ist jetzt auch ein richtig großes Set. Ah, geht doch noch was rein. Ich bin gerne mit den Kleinen gerade unterwegs. Warum? Ich will Skillpunkte machen. Momentan geht es mir nicht darum, dass ich hier einen besonders geilen Fisch fange. Mir geht es auch nicht darum, dass ich hier wahnsinnig viel Silber mache. Das Silber ist alles im Großen und Ganzen okay. Na, schöne Makrele. Und auch noch wieder Points gemacht. 1,1. Da schmeiße ich direkt nochmal raus, ey. Makrele wieder auf Makrelenstreifen. Die mögen das anscheinend. So, nochmal absinken lassen. Und dann aber, wie gesagt, was ich gerade sagte, also Skillpunkte erstmal machen. Erstmal die Punkte machen, damit man immer mehr freischalten kann und dass man dann, wenn man viel freigeschaltet hat, auch gezielter auf verschiedene Fischarten gehen kann. Das heißt, wir werden im Verlauf des Skillbaums sehen, je mehr wir frei haben, je mehr Komponenten wir frei haben, umso mehr können wir verschiedene Lockmittel, Beifänger und so weiter dran bauen und dadurch dann noch gezielter auf die verschiedenen Fischarten gehen. Das ist halt das Geile jetzt hier bei dieser, bei diesem Meeresangeln, bei diesem ganzen Update, dass das jetzt hier nochmal so ein bisschen spezifischer ist und ja, wir dann, wie gesagt, Stück für Stück uns dann auf verschiedene Fische mit den passenden Montagen stürzen können. So, was haben wir denn da? Eine Aalmutter. Auch schön. Die Aalmuddis. Ja, sehr, sehr cool. Also im Moment, ich bin übelst zufrieden mit beiden Routen. Welche ich empfehlen würde? Also, wenn ihr eher Bock habt aufs Angeln vom Land aus und gar nicht so viel. Ich meine, so ein Bootsticket sind ja auch immer 100 Silber, ne? Muss man auch bedenken. Und wenn man sagt, ja, ich bin vielleicht kohlemäßig jetzt eher ein bisschen knapp unterwegs und hole mir erstmal nur die Basics. Also eine richtig gute oder die beste Pilkroute. Das ist das Teil. Knappe 10.000. Ja, aber ich meine, die Map ist halt ab Level 34. Das sollte man noch kriegen. Und wenn man keine Kohle hat für sowas, dann geht man ab zur Tunguska. An der Tunguska macht man doch selbst mit dem Belaya-Setup schon 300 bis 600 Silber am Seitenarm mit dem Spinning. Das ist doch locker möglich in einer Stunde. Also von daher kriegt man noch relativ schnell die Kohlen zusammen. Ausgeschlitzt, der Schlingel. War ich da zu schnell? Ja, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich bin mega zufrieden jetzt. Werde jetzt hier heute noch ein bisschen Gas geben mit dem Angeln vom Ufer aus. Und ich teste jetzt gleich noch verschiedene Köder. Also neben dem Schaumgummi auf jeden Fall noch alles, was länglich ist. Das bedeutet, Quicker werde ich gleich noch testen. Ich werde vielleicht sogar hier auch noch die Maggots nochmal mit rannehmen. Und die Tiny Fish. Genau, Tiny Fish. Später habe ich schon richtig Bock drauf, das hier zu verwenden. Die Real Minnows. Gerade für so Makrelenmontagen kann ich mir das super vorstellen. Mal gucken, wie das noch alles geht. Also, Petri, ihr Lümmels. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Zieht raus die Brocken. Gerne auch, wie gesagt, hier vom Land aus. Alter, fliegt das weit, ey. Zack, 85 Meter mal eben. Mit einem relativ leichten Gewicht. Ballert das halt richtig gut raus, das Ding. Schön absinken lassen. Und dann gehen wir jetzt wieder in den Jig. Und wir gönnen uns hier die nächsten Brocken. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.